Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annelie von Die Reise zu deinem Sein. Heute möchte ich darüber sprechen, woran man eine alte Seele erkennt. Und zwar in Bezug auf dich selbst und auf andere Menschen. Alte Seelen sind einfach Seelen, die schon viele Male, ich weiß jetzt nicht wie viele Male, aber man spricht von Hunderten oder Tausenden Malen, ich weiß es nicht, auf der Erde inkarniert sind. Sie haben sich ein aufregenderes Leben ausgesucht als junge Seelen. Und das merkt man dann auch. Wenn du eine alte Seele bist, ahnt es deine menschliche Form wahrscheinlich schon. Du hast dir kein einfaches Leben ausgesucht und bist wahrscheinlich damit beschäftigt, die Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig deine Spiritualität zu entdecken. Alte Seelen wollen unbedingt ihre Lebensaufgabe entdecken und leben. Und womöglich treffen sie sogar ihre Dualseele in diesem Leben. Warum sollte ich wissen wollen, ob ich oder jemand anders eine alte Seele ist? Weil es so manche Herausforderungen in deinem Leben erklärt und dir eventuelle Schuldgefühle oder auch den Opfergedanken vermindert. Du hast es dir nämlich so ausgesucht und nichts ist zufällig passiert. In Bezug auf andere passiert das Gleiche. Du erkennst, dass sie ihre Lebensaufgabe als alte Seelen erfüllen. In Bezug auf deine Dualseele kannst du erkennen, dass es sich bei deiner zweiten Inkarnation auch um eine alte Seele handelt. Da ihr beide eine Seele seid, muss auch das Seelenalter gleich sein. Ich habe ein paar Punkte zusammengefasst, an denen du eine alte Seele erkennen kannst. Eine Checkliste sozusagen. Sie erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Punkt Nummer 1. Alte Seelen sind frei und unabhängig. Menschen mit einer solchen Seele streben nicht nach Anerkennung oder Ansehen. Es ist ihnen nicht wichtig. Sie können unabhängig von den äußeren Bedingungen glücklich sein und würden sich niemals von materiellen oder sexuellen Vergnügungen abhängig machen. Punkt Nummer 2, der ist ähnlich wie Punkt 1. Wenn du eine alte Seele bist, ist es dir nicht wichtig, viel Geld zu verdienen. Alten Seelen ist ihr sozialer Status unwichtig. Sie richten sich nicht danach, was andere glücklich macht, sondern suchen ihr eigenes Glück im Inneren. Deshalb schwimmen sie oft gegen den Strom und unterwerfen sich nicht dem Diktat der Gesellschaft. Punkt Nummer 3. Als alte Seele bist du ein Wegweiser und eine Stütze für deine Umgebung. Alte Seelen strahlen etwas aus, das Vertrauen in anderen Menschen auslöst. Diese Menschen fühlen die innere Stärke der alten Seele. Deshalb wenden sie sich oft an alte Seelen um Rat und Unterstützung oder beginnen ohne ersichtlichen Grund von ihren Problemen zu berichten. Punkt Nummer 4. Einzigartige oder soll ich sagen eigenartige Lebensgewohnheiten. Da alten Seelen andere Dinge wichtig sind als jüngeren Seelen, unterscheiden sich ihre Lebensgewohnheiten auch deutlich von denen anderer Menschen. Sie wollen viel Zeit für sich selbst und die Verbindung mit ihrem eigenen Sein haben. Alte Seelen genießen die Momente der Einsamkeit und suchen den Kontakt mit der Natur. Spiritualität ist ihnen sehr wichtig. Alte Seelen wissen meistens, dass es in diesem Leben um ihr spirituelles Erwachen geht.
Punkt Nummer 5. Wenn du eine alte Seele bist, hast du künstlerische Fähigkeiten. Alte Seelen wollen sich nämlich mit den Fähigkeiten ihres Körpers ausdrücken. Sie malen, schreiben oder tanzen gern. In der Musik können sie ihre kosmische Energie entfalten und sie gelangen in ein höheres Bewusstseinsstadium. In der Kunst offenbaren sich alte Seelen hundertprozentig und können sich in diesem Erdenleben selbst verwirklichen. Punkt Nummer 6. Alte Seelen passen nicht so ganz in ihre Zeit. Wenn du eine alte Seele bist, hast du dich wahrscheinlich schon über deinen seltsamen Geschmack gewundert. Dir gefallen Kleider, Musik, Gebräuche und andere Dinge aus anderen Epochen. Alte Seelen haben oft das Gefühl, dass sie in einer ganz anderen Zeit leben, die nichts mit der Gegenwart der anderen Menschen zu tun hat. Punkt Nummer 7. Empathie und Intuition. Wenn du eine alte Seele bist, kannst du sicherlich anderen gut zuhören, ohne sie zu verurteilen oder zu kritisieren. Menschen mit einer alten Seele sind in der Lage, sich mit Leichtigkeit in andere hineinzuversetzen. So können sie anderen helfen und besser verstehen, was in ihnen vorgeht. Diese Fähigkeit ist übrigens angeboren. Die muss man nicht erst lernen. Deshalb fällt es alten Seelen auch leicht, Menschen zu durchschauen und ihr Wesen zu erkennen. Sie erkennen mit Leichtigkeit, wie ehrlich jemand zu ihnen ist und ob man diesem Menschen vertrauen kann. Alte Seelen können Entscheidungen mit Hilfe ihrer Intuition treffen und sich oft mit ihrem Sein verbinden, das ihnen den Weg zeigt. Achter Punkt. Alte Seelen haben kein Problem damit, allein zu sein. Sie sind oft Einzelgänger oder sogar Außenseiter der Gesellschaft und doch zufrieden damit. Die Chance ist sehr groß, dass sie in diesem Leben ihr eigenes Sein entdecken, mit dem sie sich dann verbinden können und eine richtige Partnerschaft unter Anführungszeichen führen. Alte Seelen reifen noch mehr im Alleinsein und wissen das auch. Neunter Punkt. Sie wissen, dass sie nicht alles wissen. Alte Seelen sind keine Rechthaber. Nicht nach außen hin, aber auch in ihrem Inneren wissen sie, dass mit unserem menschlichen Körper nicht die ultimative Wahrheit erfasst werden kann. Wenn du eine alte Seele bist, bleibst du dein ganzes Leben lang aufgeschlossen für neue Erkenntnisse. Zehnter und letzter Punkt. Das irdische Leben von alten Seelen verläuft nicht geradlinig und einfach. Alte Seelen ziehen Herausforderungen geradezu magisch an. Sie sind Meister darin, Probleme zu meistern und wieder auf die Beine zu kommen, wenn es einmal sehr heftig war. Auf der anderen Seite ist ihre Lebensfreude sehr ausgeprägt und sie wissen, dass sie sich ihre Realität selbst kreieren und tun es auch. Ihr Leben verläuft oft stürmisch, aber dafür umso intensiver. Das mag daher kommen, weil sie schon so oft auf der Erde waren und schon so viel erlebt haben. Jetzt darf es noch ein bisschen mehr sein. Dazu gehört auch die Begegnung mit ihrer Dualseele. Denn ich glaube, dass sich alte Seelen oft vornehmen, ihre Dualseelen in diesem Leben zu treffen. Und das artet dann immer in eine Achterbahnfahrt aus Freude und Kummer aus.
Letzten Endes gibt ihnen diese Begegnung aber die Chance, ihr spirituelles Erwachen in diesem Leben zu erreichen. So ein Erwachen kann niemals ruhig und geradlinig verlaufen. Das waren also meine 10 Punkte, die meiner Meinung nach für eine alte Seele sprechen. Mit Sicherheit gibt es noch mehr Erkennungszeichen. Schreib du mir bitte in den Kommentaren, was für dich ein wichtiges Erkennungsmerkmal von alten Seelen ist. Wenn du gern mehr Videos und Podcasts dieser Art sehen möchtest, vergiss nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du über neue Videos benachrichtigt. Bis bald und alles Liebe, deine Annelie.